Überlegst du, im T-Shirt-Business aktiv zu werden und das Programm Merch bei Amazon zu nutzen? Dann gibt's natürlich einige Dinge, die du für die Steuer beachten solltest. Und was das genau ist, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und in den letzten Monaten und Jahren war das T-Shirt-Business quasi in aller Munde, weil es war wirklich ein Bereich, wo man sehr schnell gutes Geld verdienen konnte. Der ganz große Hype ist ein bisschen abgeflacht, aber es gibt auch heute noch viele Selbstständige, die wirklich gutes Geld damit verdienen, indem sie sich Prints überlegen oder Slogans überlegen, die dann auf T-Shirts oder Hoodies drucken und diese T-Shirts und Hoodies dann über Amazon verkaufen. Und wenn du in diesem Bereich aktiv bist und Merch bei Amazon nutzt, also MBA ist die Kurzform, dann gibt es natürlich ein paar steuerliche Dinge, auf die du achten solltest. Welche das Ganze im Detail sind, das schauen wir uns Schritt für Schritt jetzt einfach mal in diesem Video an. Bevor wir auf die steuerlichen Herausforderungen und Verpflichtungen eingehen, erstmal ganz kurz die Frage, was ist eigentlich MBA oder Merch bei Amazon? Dazu gibt es eine ganze Reihe an Experten, deswegen kannst du da gerne auch mal auf YouTube suchen, da gibt es ganze Kanäle, die sich nur damit beschäftigen. Hier an dieser Stelle nur einmal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Merch bei Amazon ist ein Print-on-Demand-Angebot. Das heißt, du kannst beispielsweise dir irgendwelche Prints überlegen, Illustrationen oder einfach Sprüche, wie zum Beispiel The Future is Freelance. Und du überlegst dir, dazu würdest du gerne T-Shirts oder Hoodies verkaufen. Sobald du deine Designs bei Amazon hochgeladen hast, können Kunden auf Amazon deine Designs bestellen. Und zwar auf Hoodies, auf T-Shirts, in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farben und so weiter. Und sobald jemand bestellt, also sobald jemand beispielsweise einen schwarzen Hoodie mit The Future is Freelance bestellen würde, bekomme ich als jemand, der dieses Design erstellt hat, eine kleine Provision. Und Amazon produziert diesen Pullover in dieser Größe erst dann. Das heißt Print on Demand. Das heißt, sobald etwas gekauft wurde, wird es erst produziert. Das hat für Amazon den großen Vorteil, dass gar keine Lagerhaltung notwendig ist. Aber auch für mich ist das super attraktiv, weil wenn ich ein Textilunternehmen aufbauen möchte, dann muss ich keinen eigenen Online-Shop haben. Ich muss nur sehr eingeschränkt Werbung machen, weil ja schon Kunden auf Amazon, die sowieso schon auf Amazon sind, meine Designs kaufen können. Ich muss keine Lagerhaltung haben. Das heißt, ich muss auch nicht alle möglichen Farben und Größen irgendwie vorrätig haben. Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wie der Zahlungsprozess ist. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, was mache ich denn eigentlich, wenn dem Kunden das nicht gefällt und er es zurückschicken möchte. All das muss ich gar nicht machen. Das Einzige, was ich machen muss, ich überlege mir irgendwelche Designs und lade sie bei Amazon hoch und werde quasi an den Erlösen beteiligt, wenn dann etwas verkauft wird. Wenn du dein Geld mit MBA verdienst, dann bist du selbstständig. Das heißt, du musst auch deine Selbstständigkeit irgendwie anmelden. Meine persönliche Empfehlung ist, dass du dich da als Einzelunternehmen anmeldest. Einzelunternehmen sind in Deutschland sowohl von dem Gründungsaufwand relativ einfach und auch in der laufenden Bürokratie, also Buchhaltung und so weiter. Das ist für Einzelunternehmen einfacher als zum Beispiel bei einer GmbH. Und du kannst, wenn du irgendwann wächst und Hunderttausende, Millionen Umsätze machst, kannst du tatsächlich dein Unternehmen auch umfirmieren und dann zum Beispiel irgendwann mit einer GmbH weiterzumachen. Für den Start empfehle ich dir auf jeden Fall ein Einzelunternehmen. Ich habe über das ganze Thema Steuern für Selbstständige in Deutschland auch schon mal ein Grundlagenvideo aufgenommen. Da habe ich so die Basics erklärt. Das Video verlinke ich dir einmal oben rechts. Ich möchte hier an dieser Stelle insbesondere auf die Besonderheiten als MBA-Nutzer eingehen. Bevor du gründest in Deutschland, musst du dir eine alles entscheidende Frage stellen. Ist deine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich? Als Freiberufler gelten ganz bestimmte Gruppen, und zwar zum Beispiel Künstler. Und wenn du zum Beispiel deine Designs für deine Hoodies und T-Shirts und so weiter selbst gestaltest, also wenn du sie zeichnest oder malst und dann eine gewisse Schöpfungstiefe dabei ist, dann kann es durchaus sein, dass du auch fürs Finanzamt als Künstler anerkannt wirst und dann kannst du auch MBA als Künstler nutzen. Das heißt, dann ist das Ganze eine freiberufliche Tätigkeit. Wenn du allerdings auch andere Leute damit beauftragen möchtest, Designs für dich zu erstellen und die dann hochladen möchtest oder wenn du einfach nur Sprüche hochlädst und so weiter, dann ist das nicht wirklich eine künstlerische Arbeit, zumindest nicht künstlerisch genug fürs Finanzamt. Dann ist deine Tätigkeit nämlich eine gewerbliche Tätigkeit und dann musst du dich anders anmelden. Das ist nämlich ganz wichtig. Der Anmeldeprozess deiner Selbstständigkeit ist unterschiedlich, je nachdem, ob du Freiberufler oder Gewerbetreibender bist. Als Gewerbetreibender brauchst du nämlich einen Gewerbeschein. Den kannst du beantragen, entweder im Gewerbeamt in deiner Gemeinde oder aber online. Und da ist der einzige Knackpunkt eigentlich die Tätigkeitsbeschreibung. Das heißt, was ist eigentlich der Kern deines Geschäftsmodells? Und da würde ich etwas schreiben wie Print on Demand oder Lizenzgeschäft für Designs. Irgendwie sowas. Warum ein Lizenzgeschäft? Dazu komme ich noch. Was ich da nicht reinschreiben würde, ist irgendwie sowas wie Versandhandel oder E-Commerce oder aber auch sowas wie Vertrieb von T-Shirts und Textilprodukten. Das solltest du da bitte nicht reinschreiben. Und wenn du da dein Gewerbe angemeldet hast, dann bekommst du einen Gewerbeschein. Und anschließend, nach dem
Gewerbeschein, bist du leider noch nicht fertig, dann musst du deine Steuernummer beantragen. Das musst du übrigens als Freiberufler auch. Also Freiberufler kümmern sich sofort um die Steuernummer, Gewerbetreibende erst um den Gewerbeschein und anschließend um die Steuernummer. Und die Steuernummer beantragst du über Elster Online. Elster Online ist das Online-Portal des Finanzamtes und da kannst du dich einloggen und musst dann da einen Fragebogen ausfüllen, den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dieser ganze Prozess ist relativ aufwendig und da gibt es eine ganze Reihe an Feldern, die man missverstehen kann und worauf man achten muss und so weiter. Deswegen habe ich dazu schon mal ein Schritt-für-Schritt-Tutorial erstellt, wo ich wirklich den Bildschirm geteilt habe und jedes einzelne Feld durchgesprochen habe. Diese Anleitung verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Schau da gerne mal vorbei und den füllst du sowohl als Freiberufler als auch als Gewerbetreibender aus und als Antwort quasi zu diesem Fragebogen bekommst du deine Steuernummer. Und mit dieser Steuernummer bist du dann offiziell in Deutschland als Selbstständiger registriert und kannst dein Unternehmen starten. Als Selbstständiger hast du natürlich in Deutschland eine Steuerpflicht. Und zwar musst du 2 bzw. 3 Steuerarten im Blick haben. Warum 2 oder 3? Weil Gewerbetreibende sich mit der Gewerbesteuer noch beschäftigen müssen und Freiberufler grundsätzlich keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Die Hauptsteuerart, die du auf jeden Fall kennen solltest, ist die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist übrigens auch die Steuer, die dir jeden Monat schon in den Gehaltsabrechnungen abgezogen wird. Das ist das, was quasi alle zahlen. Und bei der Einkommensteuer rechnet man alle Einkommensgruppen zusammen, also dein Angestelltenverhältnis, deine Selbstständigkeit, Vermietungseinkünfte und all das, was du sonst noch so hast. Das rechnest du alles zusammen und wenn du insgesamt unter ungefähr 10.000 Euro bist, dann musst du keine Einkommensteuer zahlen. Alles, was darüber hinausgeht, musst du denn mit Einkommensteuer versteuern. Du hast ja als Angestellter monatlich diese Gehaltsabzüge, die hast du als Selbstständiger nicht, also auch nicht als jemand, der auf Merch bei Amazon aktiv ist. Dafür musst du denn quartalsweise Einkommensteuervorauszahlungen leisten. Wie ich schon gesagt habe, die Gewerbetreibenden müssen zusätzlich auch noch Gewerbesteuer zahlen. Da gibt es auch einen Freibetrag und zwar in Höhe von 24.500 Euro. Das heißt, Gewerbesteuer musst du erst bezahlen, wenn du mit deiner Selbstständigkeit über ungefähr 25.000 Euro liegst. Du magst dir jetzt vielleicht denken, das ist ja unfair, Freiberufler zahlen einfach eine Steuerart weniger. Stimmt schon, das Ganze ist aber nicht so schlimm, weil du als Gewerbetreibender die gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen kannst. Ungefähr der gleiche Betrag, was die Freiberufler an Einkommensteuer zahlen, zahlen die Gewerbetreibende insgesamt Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Das heißt, es gleicht sich ungefähr aus. Wie diese Anrechenbarkeit genau funktioniert und in welcher Höhe das genau funktioniert, auch dazu habe ich schon mal natürlich ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Wenn du Gewerbetreibender bist, solltest du unbedingt auch anschließend mal da vorbeischauen. Neben diesen beiden Steuerarten gibt es aber noch eine andere, sehr zentrale Steuerart und zwar die Umsatzsteuer. Und bei der Umsatzsteuer gibt es auch eine große Überraschung. Die Umsatzsteuer ist nämlich gar nicht so, wie sie als erstes wirkt. Weil, wenn du Merch bei Amazon nutzt, betreibst du keinen Versandhandel. Du verkaufst keine T-Shirts und du verkaufst keine Hoodies. Zumindest nach dem Steuerrecht. Und das ist für dich eine unglaublich gute Nachricht, weil Versandhandel im Umsatzsteuergesetz ist unglaublich komplex. Du hast wahnsinnig viele Dinge, auf die du achten musst. Zum Beispiel das One-Stop-Shop-Prinzip. Du hast gewisse Lieferschwellen. Du musst wissen, ob dein Käufer das privat kauft oder als Unternehmen kauft und so weiter. Das heißt, es gibt im Umsatzsteuerrecht wirklich eine ganze Reihe an Dingen, die du beachten musst. Und das Gute ist, du verkaufst mit MBA gar keine T-Shirts und gar keine Hoodies. Das Vertragsverhältnis von dir sieht nämlich folgendermaßen aus, dass du Amazon Designs zur Verfügung stellst und quasi Lizenzeinnahmen für deine Designs bekommst. Das heißt, du verkaufst deine Designs, die Nutzungsrechte an deinen Designs, die verkaufst du an Amazon und Amazon erstellt daraus das physische Gut, T-Shirt oder Hoodie oder was auch immer. Und Amazon verkauft diesen Hoodie. Amazon übernimmt nicht nur die Lagerhaltung und die Promotion und alles von dir, sondern auch diesen ganzen umsatzsteuerrechtlichen Struggle, den du hast. Du hast mit dem Endkunden überhaupt nichts zu tun und musst dich deswegen auch um diese ganze umsatzsteuerrechtlichen Komplikationen im E-Commerce überhaupt gar nicht kümmern. Und das macht deine Buchhaltung sehr, sehr einfach. Weil du jetzt keinen Versandhandel hast, hast du ein Lizenzgeschäft mit immer dem gleichen Kunden und zwar Amazon. Und Amazon hat den Sitz Gott sei Dank auch immer an der gleichen Stelle und zwar in der Regel in Luxemburg. Das heißt, du machst Lizenzgeschäfte mit einem luxemburgischen Unternehmen. Das heißt, EU-Geschäft, grenzüberschreitende Leistung, da klingelt bei dem einen oder anderen von euch vielleicht etwas und zwar ist das ein klassischer Reverse-Charge-Umsatz. Der ist auch noch umsatzsteuerfrei in Deutschland. Das heißt, du verkaufst deine T-Shirt- und Hoodie-Lizenzen an Amazon und dafür bekommst du eine Gutschrift von Amazon. Das heißt, du bekommst einfach regelmäßig Geld von Amazon überwiesen. Und das Problem hier allerdings ist, dass Amazon dir keine Rechnung erstellt. Das ist aber kein riesengroßes Drama. Aber du bekommst eigentlich so still, heimlich und leise einfach regelmäßig von Amazon Geld überwiesen. Aber du brauchst für deine Buchhaltung natürlich auch irgendeine Art von Rechnung. Weil wenn du keine ordnungsgemäße Rechnung hast in Deutschland, dann musst du Umsatzsteuer abführen. Aber diese Umsätze, also diese Reverse-Charge-Umsätze, die sind eigentlich in Deutschland nicht umsatzsteuerfähig.
steuerpflichtig. Deswegen muss dein großes Anliegen sein, dass du eine ordnungsgemäße Rechnung neben der Transaktion hast. Und das kannst du ganz einfach lösen, indem du einfach diese Rechnung selbst schreibst. Du verkaufst ja die Lizenzeinnahmen an Amazon und du kannst einfach eine eigene Rechnung stellen. Das ist eine sogenannte Proforma-Rechnung. Die brauchst du auch nicht an Amazon schicken. Wichtig ist nur, dass du für dich in deiner Buchhaltung eine ordnungsgemäße Rechnung hast. Und was auch wichtig ist, du weißt keine Umsatzsteuer aus, du brauchst einen Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren und du musst die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von dir angeben und die von Amazon. Die findest du aber auch im Internet. Einen Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und dann musst du in Deutschland keinerlei Umsatzsteuer mehr abführen für die Umsätze, die du von Amazon gutgeschrieben bekommst. Zum Abschluss dieses Videos noch ein dringender Hinweis, und zwar zum Thema Kleinunternehmerregelung. Wahrscheinlich hast du das schon mal gehört. Die Kleinunternehmerregelung ist eine Vereinfachungsregelung fürs Umsatzsteuerrecht. Wenn du nichts mit der Umsatzsteuer zu tun haben willst und im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz gemacht hast, kannst du diese Regelung in Anspruch nehmen. Das führt dann dazu, dass du keine Umsatzsteuer zahlen musst und auch keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. Ich kann dir aber, wenn dein Geschäftsmodell Merch bei Amazon ist, dringend davon abraten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Umsätze, die du von Amazon bekommst, ja sowieso schon ohne Umsatzsteuer sind. Aber auf der Ausgabenseite, da hast du ja auch Kosten, zum Beispiel einen Laptop, den du gekauft hast, du hast Softwarelizenzen, du hast einen Handyvertrag, du beauftragst andere Designer und so weiter. Das heißt, du hast ja Kosten und dafür bekommst du Rechnungen. Und in diesen Rechnungen steht auch Umsatzsteuer drin. Und diese Umsatzsteuer kannst du dir tatsächlich vom Finanzamt wiederholen. Das kannst du dir aber nur vom Finanzamt wiederholen, wenn du nicht Kleinunternehmer bist. Du hast in der Regel, wenn MBA dein Geschäftsmodell ist, regelmäßige Steuererstattungen. Wenn du jetzt aber denkst, dass du dir ein bisschen weniger Arbeit machst und deswegen die Kleinunternehmerregelung wählst, dann musst du halt auf der Einnahmenseite zwar immer noch keine Steuern zahlen, du hast aber auch nicht den Vorsteuerabzug auf der anderen Seite. Und deswegen führt das dazu, dass in den allermeisten Fällen, wenn du MBA betreibst, die Kleinunternehmerregelung finanziell eine dumme Entscheidung ist. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich etwas Licht ins Dunkel bringen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder Anmerkungen oder was auch immer, dann freut sich der Kommentarbereich unter diesem Video auf deinen Kommentar und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen, wenn es etwas zum Helfen gibt. Wenn du jetzt denkst, dass du am liebsten Steuerberater für den ganzen Quatsch hättest, dann beauftrage doch uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir haben auch einige Mandanten, die im weitesten Sinne im T-Shirt-Business aktiv sind und auch die aktiv Merch bei Amazon nutzen. Das heißt, wir kennen uns damit wirklich gut aus. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal, wenn du hier klickst, aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.